Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei LS 2013 und einer weiteren Mod-Vorstellung. Ja, hier den Port 7810, also 7810. Gut, ja, von außen sieht er halt blau aus, wie ein Port halt aussieht. Auspuff qualmt richtig. Schön rundum leuchten. Ja, das passt mal. Dann schauen wir innen nach. Falsche Taste. Ja, passt denke ich auch. Ein paar Schalter. Bisschen farblich. Kann man Geld lassen für so ein Modell, ne? So, dann fahren wir mal eine Runde. So, der Auspuffqualm wird weniger, weil es ein dynamischer Auspuffqualm ist. Ist auch gut so. Das passt. So, ja, was hat der noch? Lichtskript hat er. Also Blinker hat er, ja. Rückfahrlicht, schätze ich mal. Ja, ist halt das Bremslicht, ist das Rückfahrlicht. Bremslicht hat er keins. Leider ist hier rechts unten das Bild ein bisschen zu tief, aber egal. Gaslimiter hat er. Funktioniert auch, ja. Gut. Dann haben wir zum Beispiel Feldstaub, zuschaltbare Reifen und so weiter. Dazu kommen wir jetzt. Taste 5, Arbeitslicht vorne. Ja. Arbeitslicht hinten haben wir auch. Numpet 9, Zwillingsräder vorne. Wieder aus. Okay, das ist zweimal oben, ja. 8 auf der Rückseite, also hinten. So liebe kleine Räder dran. Dann haben wir Numpet 7 ergibt. Silage. Ah, okay, das soll zeigen, wenn man zum Beispiel häckselt, damit es so aussieht, als hätte er ihn angehäckselt sozusagen. Ah, okay, einfach so ein cooler Effekt zu nebenbei, dass, ja, wenn man am Feld arbeitet und man gerade häckselt, ist auch nicht so schlecht. Oder arbeitet halt, da bleibt ja meistens immer irgendwas am Traktor drauf. Das ist eine gute Sache. Auch mal ganz, ganz was Neues habe ich noch nie gesehen. So, mit der Taste 9 schaltet mein Allrad ein, sieht man auch rechts unten. Funktioniert auch. Das Limiter haben wir schon getestet. So, dann schauen wir nochmal, hängen wir eine Grube dazu. Rundumleuchten, ja, sehen auch gut aus. Funktionieren auch. Normales Licht. Ah, da ist wieder abgeschnitten. Okay, das normale Licht, wenn ich F drücke, bleibt nicht an. Das geht immer wieder aus. Okay. So, whoop. Ruhig. Dann fahren wir mal aufs Feld und schauen wir mal, wie der Reifenstaub funktioniert. So, der Gruber passt ja perfekt dazu, weil blau und blau, ne? Ist auch nichts Schlechtes. So, das Fahrverhalten ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Sollte man geht soweit sehr gut. So, ran ans Feld, dann wird mal gegrubert. Das Ausschalten hier. So, hier entlang und hier haben wir schon das Feld, da kurven wir einfach mal querfeld ein. So, senken wir mal Taste 2 und kurven wir mal. Und man sieht auch hier schon den Feldstaub hinten. Der Helfer funktioniert auch und man sieht den ganzen schönen Feldstaub. Von den Rädern weg vorne, seht ihr? Also das funktioniert auch. Also mal gesagt, ein schöner Mod, funktioniert einwandfrei. Gefällt mir sehr gut. Gut, dann war's das mit der Mod-Vorstellung. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns in der nächsten Vorstellung. Also ciao Leute, bis dann.